erstmal. Welches Kind will dir denn wieder vorne helfen? Hallo, ganz schwer. Dann kommt nicht da rein, was mir hilft. Aber würdest du mir vielleicht helfen? Und jetzt drehen wir den Daumen nach unten, sodass die Handfläche nach außen zeigt. Sehr gut, Bastian. Jetzt nehmen wir die andere Hand dazu. Wackeln auch oben. Super. Wackeln vorne. Drehen den Daumen nach unten, die Handfläche nach außen. Sehr gut. Und halten die Arme ganz still. Habt ihr das alle? Jetzt überkreuzen wir unsere Arme. Schau mal, die so. Und verschränken unsere Finger. Habt ihr das? Oh, du machst das super, Dean. Wichtig ist, dass unsere Daumen ganz gerade nach unten zeigen. Die Daumen nach unten, sehr gut. Und jetzt sehe ich gleich, ob ihr locker sind. Ihr macht mir einfach alles nach. Es geht los. Und 1, 2, 3. Schau mal, Dean. Wenn ihr alle ganz locker seid, dann können wir unsere Daumen jetzt so hier nach oben drehen. Was ist los? Hat wohl nicht geklappt. Bei Dean hat es geklappt. Ein Applaus für Dean. Super, Dean. Das hast du ganz toll gemacht. Jetzt schnell wieder da raus, denn jetzt geht's los. Liebe Kindlinge, liebe Verwachsene, schön, dass ich da bin. Ich, der da blühte mich, ein besonders gut aussehender Faun aus dem Elfenwald, bin nämlich heute hier, weil ihr müsst wissen, es gibt hier einen riesigen, einen feuerspeienden Drachen. Den Drachen Fangorn, der da hinten noch schläft. Aber der Drache Fangorn hat gesagt, weil heute Ostern ist, hier ist doch Ostern bei euch, oder? Ja, weil heute Ostern ist, sollen alle Kindlinge, die heute hier sind, einen echten, einen goldenen Drachenschatz geschenkt kriegen. Könnt ihr Gold gut gebrauchen? Alle? Ja, das ist gut. Da muss ich ja jetzt die Schatzkiste nur herholen und die Schätze verteilen, oder? Aber der Drache hat den Schatz versteckt und jetzt kennt der kann mir gar nicht sagen, wo der Schatz. Ich habe eine Idee. Es ist ja auch Frühling. Ist ja auch Frühling? Weil im Frühling kommen ja die Elfen und stupsen die Bäume an, dann machen die auf, die Knospen platzen auf, dann stupsen die den Rasen an, dann blühen die Blümchen auf, die stupsen die Muttis an, dann werden die fruchtbar und die stupsen die Kinder an, dann wachsen die. Und eine Elfe, die könnte auch dafür sorgen, dass der Drache aufwacht, wenn sie ihn anstupft, dann kann es der Drache verraten, wo der Schatz versteckt ist, oder? Hat ihn der Elfe dabei? Nein? Schaut doch mal nach. Keiner? Aber das ist nicht schlimm, weil Elfen kommen ja immer an, wenn schöne Musik erklingt. Habt ihr schöne Musik dabei? Die da unten ist auch nicht so schön. Ach, dann lasse ich doch, der Herr Blüterich, ein besonders gut aussehender Frauen aus dem Elfenwald, einfach eine wunderschöne Melodie erklingen. Super! Ja! 5 cm!
Der Krach hat uns gezeigt, wo der goldene Schatz für die Kinder ist. Aber Kinder, das mit dem Gold, das darf ich nicht so laut sagen. Nicht, dass ich hier noch Räuber anlocke. Ja, das kann passieren und das wird fürchterlich. Wir haben verschlafen, die Räuber. Gold. Ich auch. Was ist denn das für Gold? Weiß ich doch auch nicht. Du weißt doch nie was. Komm, wir fragen alle Kinder. Damit wir ihnen das Gold klauen können. Sagt uns, wo das Gold ist. Wo ist das Gold? Ich weiß nicht. Wir auch gar nicht. Na, komm mal her, guck mal nach. Ja, ich halt auch. Und, kannst du schon was sehen? Nee. Irgendwo? Nein! Oh! Nein, lass mich mal nachgucken! Komm her! Und. Gib dir zu viel! Das ist doch mein Gehirn! Du hast doch gar kein Gehirn! Wirklich? Du hast nur zu viel Bratwurst gegessen! Lass mich doch mal! Ja, komm mal her! Komm mal her! Und? Kannst du jetzt was sehen? Kein Gold. Oh, oh, was stinkt dir denn so? Bist du in Kacke getreten? Hast du Kacke am Schuh? Aber guck mal. Ah, Gold, Gold, Gold. Gib mir jetzt. Das ist Gold! Mein Gold! Hey, guck mal da! Ein Käfer! Oh, wo? Oh, oh! Rapp! Oh, so! Guck mal, ja! Ja, das geht! Ah! Ah! Ich bin blind! Ich bin blind! Leise! Sei doch leise! Du wächst den Drachen auf oder den Räuberhauptmann! Du hast mir die Augen zugehalten! Nein! Ganz wie wohl, oder? Nein. Ah, das will ich auch so. Guck mal da, ein Käfer. Oh,
Seite? Ja. Heißt das, dass du nicht ganz hell bist? Nein. Doch. Oh. Aber sag mal, Räuber Hauptmann Hubi, ja. Bist du hierher gekommen, um das Gold an die Kindlinge zu verteilen? Mein Gold? Halt. Das ist euer Gold, oder? Mein Gold verteilen an all die Kindlinge? Ja. Moment, da habe ich die passende Idee. Die Idee. Pass auf. Kauf euch eine Schaufel. Oh, ungefähr so in der Größe. Geht ins Bergwerk und schaufelt euch euren eigenen Schatz aus. Denn das ist mein Schatz. Da gibt es nichts davon ab. Wollt ihr ins Bergwerk gehen? Ja. Soll er das Gold verteilen? Nein. Soll ich ihn dazu zwingen? Ja. Das ist ja lächerlich. Ja. Auch wenn du von der dunklen Seite und nicht ganz hell bist, also sozusagen unterbelichtet, werde ich dich jetzt zwingen, Räuberhauptmann Hubi, denn ich habe hier einen Knüppel aus dem Sack! Ich habe auch einen Knüppel! Hier! Knüppel aus dem Sack! Soll ich den Knüppel aus dem Sack holen? Würdet ihr vielleicht alle bei drei mal Knüppel aus dem Sack rufen? Ja? Achtung, ich zähle. 1, 2, 3. Knüppel aus dem Sack! Knüppel aus dem Sack! Ich habe keine Pistole. Nein. Doch. Und keine Chance. Keine Chance hat er. Du hast keine Chance. Nutze sie. Nein. Doch. Denn wir haben nämlich auch noch einen Drachen. Ja, nein. Nein, meine Schwiegermutter ist hier doch. Ich habe es kurz das ganze Wochenende wahrlich. Und jetzt ist doch hier. Hol sie. Nicht deine Schwiegermutter. Wir haben einen richtigen Drachen und wir werden ihn einsetzen. Stimmt's, Kinder? Ja! Papalapap. Also jetzt mal ehrlich. Es gibt keine Drachen. Wer hat euch solche Märchen erzählt? Für einen Unsinn. Hast du schon mal einen Drachen gesehen? Oder du? Er ist wirklich unterbelichtet, oder?
Nun gut. Großmütter zu Hause. Du hast es nicht anders gewollt. Stimmt's, Kinder? Kinder, der Drache heißt Fangdorn. Ich zähle bis drei, dann rufe seinen Namen. Abgemacht? Es geht los. Eins, zwei, drei. Fangdorn! Fangdorn. Hat er vielleicht sogar Flügel? Das ist ja lecker. So groß wie eine Marmel. Ach. Danke schön, das war eine heldenhafte Tat.